Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im Wald. Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im Wald. Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im Wald. Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Kies und Kreis, ja, Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Jetzt? Mit einem Demo-Tape? Seit wann wird denn sowas verkauft? Ist das ein Prototyp? Warte mal, ich spiel's mal ab. Hallo, Kinder, und herzlich willkommen. Ich bin Kawaii Kyle. Und meine Mikrowelle hat versucht, dir deine Fähigkeiten wegzunehmen. Aber nicht mit mir. Ich bin euch heute die Erlösung für eure schreckliche Kindheit. Schnabelweich Kids. Oh ja, hochkonzentriert und noch wirksamer als das Original. Wir haben eine neue Forschung und dies entwickelt die tollsten Cremes nur für Kinder. Ja, willst du mit 7 auch schon einen Bart haben? Hast du Lust, ein echter Bankräuber zu sein oder andere tolle Erwachsenenberufe zu erlernen? Dann reibe jetzt deinen ganzen Körper mit Schnabelweich Kids ein und schicke Videos an www.keinstyle.org. Okay, wie geht das aus? Wow. Oh Gott, ich glaube, das sollten wir unten lassen unter der Erde. Das ist schon ein guter Grund, warum das hier ist. Was ist, Alter, was ist mit Kai passiert? Aber da ist die Frage, ist diese Kassette irgendwie durch die Zukunft gereist oder... Wie kommt die hier runter? Es ist ich ja weiß es nicht. Wir wissen ja gar nicht, was mit Kai los ist, weil wir ja schon wieder wochenlang in der Höhle festsitzen. Ja. Ey, hier war doch gerade irgendwo Spagata, oder? Spagata Gause, ne? Spagata Max Luster war hier irgendwo. Hier, da drüben tumpelt jemand rum, glaube ich, oder? Ja, Spagata Max Luster, die Berufsprostituierte. Prostituierte? Eine Schwitzustiierte. Wo ist die hin? Ah, hier. Da ist sie doch. Spagata macht Luster. Ich habe keine Granaten, also... Boah, das ist aber auch ein bösartiges Wesen, dieses Ding, ne? Hast du mir das mal genau angeguckt. Hast du noch was zum Sprengen? Ja. Da musst du sie aber irgendwie auf dich die Akku ziehen. Ey, warte, ich baue ganz schnell noch hier... Ich kann noch eine Dings bauen. Alter, was bist du? Spagata! Ich kann hier nicht hoch. Au. Wo ist denn Spagata, Max Luster? Bei mir. Bei dir jetzt. Jetzt bei dir. Scheiße, ich hab das geworfen. Ich weiß nicht, wo es hingeflogen ist. Auf mich drauf. Hab ich's denn getroffen? Nee. Schieß in ihren Spagatrücken. Ich will ja, aber... Was macht er da? Sich schütteln. Die Kugeln rausschütteln. Boah. Jetzt aber. Ja. Jetzt schön in ihren Spagatlappen. Ah, geil. Ach, das Schnabelweich aber auch wieder so erfolgreich ist, ne? Kinder wollen es haben. Kinder wollen Schnabelweich. Ich hab Leute. Und Greis hat direkt reagiert und hat die Formel ergiebiger gemacht, hat er gesagt. Ja, nicht milder, aber ergiebiger. An allen Stränden dieser Welt reiben sich Leute mit Schnabelweich ein. Wissen Sie denn nicht, was Sie tun, dass es total gefährlich ist? Ich bin zwar kein Arzt, aber ich kann nur jedem abraten. Verwendet nicht die Produkte von Kreis Industries. Und sendet Kyle bitte keine Videos. Bitte macht das nicht. Seid vernünftig. So, bist du schon hier oben? Ich musste eben gerade mal diverse Säfte in mich reinfließen lassen. Was jetzt hier wieder mehrere Wege? Moment, wo geht's hier lang? Das ist so eine... hier geht's richtig weit. Weiter. Und dann haben wir aber noch diesen Weg hier. Das ist so eine Klopperhöhle. Wann ist endlich mal wieder bauen? Ich will bauen. Mach doch bauen. Bauen. Ja, hört auf zu bauen. Es ist so langweilig, euch beim Bauen zuzusehen. Naja, gut. Erkundet doch lieber die Gegend. Kann ich denn mal essen? Das ist dasselbe wie, wenn du so bei erfolgreichen oder überhaupt bei jedem Spiel, es gibt immer diese eine Personengruppe, die grundsätzlich bei jedem, ist egal welches Spiel, du kannst gucken, das sind immer dieselben Accounts, Dead Game.
Dead Game ist totes Spiel. Schreiben immer erster direkt Bewertung negativ Dead Game. Ja, spielen in der Closed Beta, weißt du so, wo nur 6 Leute zugelassen sind, Dead Game. Ist keiner da, hab versucht Gruppe zu finden. Hab Gruppe aufmachen wollen, niemand da. Hab 30 Sekunden gewartet. Ja, und dann steht da Early Access, Multiplayer funktioniert noch nicht. Negativer Kommentar, Multiplayer funktioniert nicht. Was? Achtung, hier ist so eine Gaussensängerin. Gausarella. Gausarella singt. Ist der Arm abgeplumpst. Hier ist aber noch eine. Die Geschwister Gauss lieb. Zeit höre ich wieder ganz viel Benjamin Blümchen wegen meinem Sohn. Ey, die Namen, ne? Ja, ja. Die Namen. Gott, waren das irre Namen. Und dann immer alles doppelt. Willi Wurst. Ja, ja, Magda, klar. Mannstuhl, weißt du, immer alles ja, so. Ja. Carla Kolumna. Carla Kolunda. Aber was ist der Name von Kolumna? Herr Tierlieb? Ja, der heißt so Herr Tier. Karl. Der heißt einfach nur Tierlieb und der andere heißt nur Karl. Die haben keinen anderen Namen. Karl Klunker oder so. Karl Klunker, echt? Weiß ich nicht. Nur Karl Klumpfuß. Da gab's einen, der hieß wirklich Klumpfuß. Karl Kurz. Und Dr. Hilfreich. Dr. Harry Hilfreich. Ja. Deswegen sage ich ja auch hier Pichler, der heißt doch irgendwie, der hat auch Vornamen, aber die werden nie genannt. Aber oh, hier ist wieder so ein leuchtender, so ein Jolek-Bader. Bader-Jolek-Buben. Oh, der ist auch richtig groß, der Jolek-Mann. Alter! Was war das? Der dreht sich einfach nur in den Kreis und tötet. Der dreht sich die ganze Zeit nur im Kreis. Ja, boah, Alter. Eine so eine Pirouette und du bist... Und die hat irgendwie voll die Gausen. Wo ist die Vergauste? Ich will die Vergauste irgendwie mal wegholen. Der hört nicht auf, sich zu drehen. So. Jetzt. Oh, ich hab schon reingesteppt. Ich steche auch rein. Kreuzstich. In die Mittelarterie. Da ist schon wieder jemand. Ist gerade jemand an mir vorbeigeflitzt. Hier hinten. Irgendwo da hinten war der. Nee, die ist doch... Doch, da ist er doch. Hä? Ah, doch. Guck mal, da leuchtet irgendwas rot. Warum leuchtet das hier rot? Weil das Ding auf das Fleisch irgendwie strahlt oder so? Keine Ahnung. Guck mal, hier geht's aber auch weiter, ne? Nee, es geht überall weiter. Ja, dann lass erstmal das Rote kurz abchecken. Vielleicht ist da hinten ja Dead End. Da steht auf jeden Fall einer. Ich muss auf jeden Fall kurz mal was essen. Da ging auf einmal Licht an. Im Tunnel. Bewegungsmelder. Stromfahren und so, ne? Naja. Gewehr. Pack ich mal auf die 8. Oder wird's immer enger und christlicher da hinten? Alter, was ist das denn hier? Ich hab immer noch nicht alle Kräuter irgendwie zum Mischen, ne? Ja, Kräuter sind not so easy. Ich glaube, da hinten ist nichts. Ich glaube, da hinten läuft mal eine Schlaufe. Ja, jetzt sind wir wieder in dem... Ja, das ist einfach nur eine Schlaufe. Da geht's wieder dahin, wo wir eben die Spaghetti-Spagata besiegt haben. Ach so, okay. Das ist Spagata. Das ist Spagata. 300 Nudeln. Aber was will ich jetzt geben? 300 Nudeln. In der Sauna. Ganz schön heiß hier drin. Ganz schön heiß hier drin. Das ist Spagata. Die Herrensauna, 300 Nudeln. Das chinesisches Männerrestaurant mit Sauna. Willkommen bei 300 Nudeln. Guck mal, die haben echt das Gold lobpreiset, ne? Ja, die haben gesagt,
Reibet mich ein mit all euren Segen und Samen. Salbet mich mit Samen und Segen. Oh, Herr Samensegen. Damit mein Schnabel für immer weich werden möchte. Der eine hatte noch so Batterien in der Hand, weißt du, so im Tode noch schnell. Ich muss meinen Dildo noch schnell nachladen. Noch einmal seine Vibros spüren im Tode. Einmal ein Stoß. Alles klar, Klausi, dich lass mal zurück. Oh, er geht's ja tief runter. Moment, das ist ein Rückweg oder sowas. Ist nichts. Ne, das ist ein... Da kommt man, wenn dann, von oben wieder rein, ne? Naja, wenn man vielleicht irgendwie einen alternativen Eingang oder sowas gefunden hat. Luke B halt, ne? Hm. Das ist also nur so ein leichtes, kleines Gebetsfest. Hier liegt noch viel Muni. Ja, die haben wirklich einen Bewegungssensor. Ja. Ah, die Pioniere waren halt nicht doof. Nee, und die hatten ja auch so moderne Erfindungen. Waren wir dann hier? Was ist denn hier? Hier ist doch nichts. Oh, nee, hier ist gar nichts. Hätte ja sein können. Ah, hier, Munition liegt hier rum. Echt? Schrot. Oh, das ist natürlich wieder gut. Und auch eine Blips-Cola. Gute alte Blips. Oh, Sprengstoff. Auch gut. Eine schöne Kelvin 4 Ladung. Eine alte Parfumbombe. Eine Satinbombe. Ja, dann müssen wir jetzt wieder zurück und dann den Goldtunnel runter, oder? Ja, müssen wir den Tunnel runtersteigen. Tja, hier war echt nur Vaginismus war hier hinten halt. So, oh, hier sind in der Höhle ein paar Ginisten. Geheiligt werde die Lippe. Klar, der eine kam rein, hat gesagt so, ey, cool, dass ihr da seid. Ein Spalt komme. Wollte vielleicht meine Gina sehen und alle so, mal gucken. Ist es, wer gucken, ist es? Bin noch ein bisschen, ich bin Gina neugierig. Ja, haben sie auch Gausen? Wir haben Gausen, Ginas, wir haben alles da. Gina Gausen, die Darstellerin. Aber wo ging es nochmal zur Gina-Gruft? Das war die Schlaufe, ne, weiter hier lang. Irgendwo müssen wir ein Zelt gefunden haben. Ja, genau, hier müssen wir lang. Das, der Wasserfall... Wir sind ja, wo war unser Zelt? Von da sind wir gekommen. Von hier, glaube ich. Ich meine mich zu erinnern. Ja, von hier sind wir gekommen, wo ich jetzt bin. Unser Zelt? Ja, ein Stück weiter runter noch dann. Unser Zelt ist quasi... Wenn jetzt hier hinter dem Felsen dann rechts irgendwo... Hier. Ist das unser Zelt wirklich? Ja. Naja. Oder? Hier liegen auf jeden Fall Leute rum. Aber hier ist nicht unser Zelt. Aber von hier sind wir doch gekommen. Weil hier haben wir doch uns die Wege getrennt. Haben wir das Zelt abgerissen? Weiß ich nicht, ich nicht. Weil hier haben wir doch Fräulein Gausela gesehen, die geklatscht hat. Das war doch hier. Ja, also hier habe ich die Aufnahme gestartet. Ich habe genau hier in diesen Tunnel geguckt, als ich die Aufnahme gestartet habe. Ja gut, dann müssen wir hier lang. Da müssen wir jetzt hier lang und dann da irgendwie runter Slider dashen. Aber, hä, war hier nicht, hier war doch Dead End links, oder nicht? Nein, 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 hier war dieses Seil. Ja, das Seil, das Geilseil von Kyle Meil. Kyles geiles Seil. Kyles Geilseil. Schön eingeschmiert. Mit schönes, buttriges Seil. Na, guck, hier geht's tiefer rein in die Geilheit. Ja. Ich meine, ich habe mich jahrelang ja auch nur von Riechen ernährt, ne? Boah, hier ist so ein Riechkolbenmann. Alter, ein Schnuppitarier. Ja, die erkenne ich. Das ist einer von meinen Leuten. Und ein Kind. Sein Sohn. Kleiner Schnuppling. Kleiner Bückelberger. Familie Bückelberger. Oh, reinstechen in die Seuche. Gucken eben meine Rüstung wieder ein bisschen auffüllen hier. Müsste ja mal wieder ein paar Stückchen gesammelt haben. In Rüstung Maximum.
stecke hier fest. So, jetzt komme ich raus. Der Fingermann hat mich noch ein bisschen, der Schnuppitarier. Ich ernähre mich nur von Geruch. Ich ernähre mich nur von Schnüffeln. Und sie schmecken sehr gut. Sie schnüffeln gut nach Schlüpfer. Oh, ist das Frühlingsherb? Es ist doch dieser fröhliche Frühlingsherbgeruch. Aber jetzt so, vorgestern, glaube ich, war ich draußen. Und es war der erste Tag, wo man so richtig gespürt hat, dass jetzt so Frühling da ist. So. Also es war richtig... Ja, aber der Winter kommt ja auch wieder irgendwie, ja, habe ich schon gelesen. Aber es war trotzdem so... Moment, wo sind wir jetzt? Dass so warme Luft war irgendwie. Hä, warte, aber ja. Hier sind wir, hier lang, hier ist der Weg. Ja, das sieht gut aus. Ja, stell dir mal vor, das wäre jetzt wirklich Gold, ne? So richtig wertvolles Zeug. Ja. Und du kannst halt nicht wirklich viel davon mitnehmen. Nicht genug halt. Ja, und ist ja auch super schwer, überleg mal. Ja, deswegen. Ja, du kannst ja nicht irgendwie 20 Kilo Zusatz gepackt. Da gibt es doch jetzt auch so einen neuen Film mit Zac Efron, wo die so einen riesigen Klumpen Gold in der Wüste finden. Und der eine sagt, ich fahre los, jemanden zu holen, der uns hilft, das Ding zu transportieren. Und Zack bleibt halt hier, mitten irgendwo in der Wüste. Und bewacht halt diesen Klumpen Gold. Achso, nee, das. Ich war gerade bei Dings, wo ich im Kino war, hier bei Sisu oder wie der hieß, dann findet er auch so einen dicken Klumpen Gold. Und dann. Ja, es war in letzter Zeit ziemlich beliebt, einen dicken Klumpen Gold zu finden. Oh, ein Astronaut! Da ist er, Astromann! Der Astroberger. Ich meine, das Zeug strahlt ja offensichtlich auch irgendwie. Ne, also, und wir haben gar nicht keine Schutzanzüge. Ah, ich hab mich mit Virginias bedeckt. Was willst du mehr? Boah, welchen jetzt Schutz geht's willst ab. Du noch? Alter, das Goldschiff, ne? Ich hab mich mit Virginias bedeckt. Und selbst Strahlung weiß, darfst du nicht anfassen, ohne Fragen. Ja, die Strahlung hat Respekt vor der Bajaja. Boah, heftig. Krass, so ein modernes Raumschiff und dann mit einer Holztür verriegelt. Ich meine, was hat er sich gedacht? So, oh, ich heb jetzt nochmal ab mit der Holztür? Nee, das haben die, die haben das ja gefunden. Boah, das ist das Artefakt, guck. Er hat's. Alter. Alter, Le Artefakt. Le Archibald. So, und seine Rüstung nehme ich auch mit. Flupp, was war das für ein Geräusch? Seine Rüstung kannst du auch noch mitnehmen. Batterie verbraucht. Hä? Boah, wenn du ihn ausziehst. Das Geräusch? Ja, ja. Noch einmal entsaftet. Aber sonst gibt's hier nichts, ne? Aber es ist ja jetzt ein Mensch da drin gewesen. Das ist ja eindeutig ein Menschengesicht. Ja. Das sieht nicht nach Alien aus. Wie ist da die Story halt? Weil die Kultisten haben das Ding gefunden und haben es versiegelt mit Kreuzen und Holzbrettern. Dem mächtigsten Siegel, was die Menschheit zu bieten hat. Ja. Und das Ding ist komplett aus Gold. Wollte er damit wegfliegen und es hat nicht funktioniert? Oder ist er damit gecrashed? Das ist halt jetzt die große Frage. Guck mal, da oben ist doch so ein riesiges Arschloch aus Gold. Er ist da wahrscheinlich eingeschlagen. Und der lag vielleicht tot da drin und die Kultisten haben das eher so als Grabstätte. Ist man schon immer so nah an den Goldanus gegangen? Ja, ich glaube. Der sieht aber richtig geprolapsed aus, ne? Der ist geprolapsed. Warte mal, wo müssen wir denn jetzt hin? Weiß ich, das war doch damals der Weg. Wir sind doch irgendwie hoch. Eins runter? Eins munter? Es sind ja, heutzutage sind ja junge Frauen und auch Männer sehr stolz darauf, wenn sie prolapsen können, was ja medizinisch, glaube ich, nicht so geil ist. Ne, ich glaube auch nicht. Hä, hier geht's nicht. Man kann hier hoch. So, ist hier kein Seil oder sowas noch gewesen?
schwören, da war doch immer ein Seil. Ja, du musst ja auch irgendwie wieder hier rauskommen. Du kannst jetzt nicht den ganzen Weg zurückrennen. Hier, hier ist es. Was ist das so schlecht wegen dem ganzen Rumgeblitze? Ich kann prolapsen und hab keinen Bürgerreflex. Ich bin der echte Schlampe. ohne Scheiß, da sind einige Menschen heutzutage wirklich drauf. Sind richtig stolz, dass ihnen der Darm rausfällt. Der After. Passiert ja auch ganz alten Kälbern. Kälbern? Seniorenkälbern. Nee, alten Kühen passiert das aber wirklich. Das habe ich mal gelesen, dass da die Muskulatur irgendwie nicht mehr funktioniert. Und wenn die dann so oft geworfen haben, durch das Drücken und so, fällt das denen ab und zu raus. Ja, gut. Da muss aber jemand es wieder reinschieben. Ich habe mal ein Restaurant gesehen, haben die da so das serviert, ne? Also. Frischer Prolaps. Ach, das ist Lapskau. Prolapskaus. Sind sie pro- oder anti-Lapskau? Ja, das Internet hat uns irgendwie auch sehr gebildet, ne? Keiner wüsste, was Prolaption ist. Naja, gut, das Internet hat uns aber auch genau an diese. Glaub mir, die Menschen gab es schon immer. Ja, natürlich gab es sie schon immer. Ne, aber. Aber jetzt werden sie beklatscht. Ja, nicht nur das, jetzt kriegst du die Informationen darüber, wie viele es sind, weil sie sich ja auch selbst dann sammeln und selbst bekennen und so, ne? Es ist, ne, wenn früher dein Nachbar halt irgendwie Kinderhasser war, dann wusstest du das nicht unbedingt, ne? Weil das nicht so ans Schild, schwarze Brett gehängt hat. Und heute wieder ein Shirt tragen. I hate kids. Ja, und heute irgendwie landet er dann in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen und postet komische Sachen. Weißt du? Und sagt, oh, ist mir egal, ihr könnt mir gar nichts. Ich bin krank. Das ist eine anerkannte Krankheit, so habt ihr jetzt davon. Ihr blöden Schweine. Ihr dürft mich gar nicht einsperren, das ist eine Krankheit. Ist halt so, ne? Sie haben Steuern hinterzogen, dann kommen sie ins Gefängnis. So, nee, aber ich war kaufsüchtig und habe das alles ausgegeben für Teleshopping. Ach so. Oh, dann können wir nicht einsperren, ist krank. Was machen wir jetzt? Ja, Schuldschein. Hier, kriegen Schuldschein. 50 Euro im Monat. Ich will auch krank sein. Oft ist es so, dass viele Menschen kommen relativ leicht geschoren nur davon, oh, weil oh, sie... Oh, Achtung, hol dein Kreuz raus. Oh, mein Crossy. Alter, ich bin am Crossen hier. Verschwindet! Oh ja. Ihr Maden. Du musst noch ein bisschen Jesus-Geschwafel machen. Die Macht Jesu Christi befiehlt es dir. Ich brauche einen jungen und einen alten Priester. Schnell! Ein junger und ein alter Priester zusammen in einer Höhle. Sie schnitten komische Wesen auf. Ich wollte auch mal schneiden hier. Da ist noch einer. Ich bin aber noch am Schneiden. Durch. Die Macht Jesus Christi. Sie wird dich verbrennen. Ist da noch einer? Ja, irgendwo kickst noch einer rum. Schnell reinstechen. Nimm seinen Phallus mit, seinen Phallus Mangus. Ja, aber die haben immer nur einen Phallus Mangus dabei. Keine Doppelphallus Bestäubung. Und jetzt schnell seinen Phallus mitnehmen. Einen heißen Phallus, aber ich weiß gar nicht. Seinen Phallus vorlappen. Ich hab jetzt die andere Rüstung an, dann habe ich bestimmt die Taschen wieder voll jetzt, ja. Halt mal das Kreuz fest, wenn da noch welche kommen. Nee, es geht raus. Aber wie haben die sich entwickelt? Warum? Und warum haben die Angst vor Kreuzen? Die sind aber eher auch so alienmäßig aus, ne? Als wären das irgendwelche Aliens, die da unten vielleicht degeneriert sind durch, was weiß ich, das ist so eine primitive Form zurückgefallen. Wer weiß, wie lange die da unten schon... Ja, aber guck mal, wie primitiv kann eine Form sein, wenn sie so weit entwickelt ist, dass sie sich beim Anglitz eines Kreuzes selbst entzündet? Ja, aber das ist ja auch ein spezielles Kreuz aus einem speziellen Material. Vielleicht ist es ja gar nicht an sich das Kreuz, sondern eher das Material. Aber weil die so Bibelfreaks waren, haben die aus dem Material dann ein Kreuz gemacht. Ja, vielleicht ist es ja so irgendwie die Erklärung. Vielleicht haben die einfach ein Problem mit diesem Gold.
Genau, das meine ich ja. Ja. Aber das ist doch so gülden. Das hat doch so eine. Ja, es hat so einen goldenen. Eine Umrandung. So einen, Goldkranz. Ja, einen leichten Goldkranz. Ja, klar, ich habe gestern 2 Flaschen Goldkranz getrunken. Leichten Goldkranz. Wie der Papst. Der hat auch so einen leichten Goldkranz. Trinkt immer mal ein Fläschchen. Oh, jetzt geht's aber wieder runter. Das ist so verwirrend, die Höhle, ne? Hoch, runter, runter, hoch. Hä, ich kann nicht klettern. Ah, jetzt. Seil war irgendwie belegt, noch, war noch Schmand dran. Da war noch ein Vorgriff dran vom Vorverwender. Ein Vorschmand. Breschmand. So, hier ist noch mehr. Ich brauche ein Kreuz. Ich block wieder. Naja, ich bin ja unterwegs, aber ich konnte nicht klettern, deswegen hänge ich ein bisschen hinterher. Die gickern und chickeln, ne? Ja, die sind halt so ein bisschen jiggergeil. Hä? Er lässt sich nicht... Ah, jetzt. Er hat sich richtig weiche, erkannt. Dämon, weiche vom Jiggelkranze. Ah, jetzt. Da muss man auch nicht stecheln, weil wir sind ja voll mit Haut. Ich bin voll mit Haut, ja. Noch ein Jiggler? Ja, fauche nur. Raus mit dem Dämon. Kann entkommen. Er liegt mir im Weg. Wahrscheinlich kommen wir gleich wieder irgendwie am Rand irgendwo raus, bei so einem Berg oder so. Nirgendwo. Da kommen nochmal 2 Jiggles. Gib mir erstmal eine Dosis Glauben. Ey! Guck mal. Ihr habt gefällt. Ich block und du machst Glauben. Irgendwie gar nicht, ne? Nee, da, die fallen richtig vom Glauben. Ich hab gegabbert, hast du das gehört? So gabba gab. Gabba gabba. Gabba lalala. Nimm das, Gabba Gabi. Altes, ledriges Weibsstück. Jetzt komm, jetzt musst du aber mal verbrannt sein langsam. Irgendwo höre ich doch noch was. Ja, schön abgegabert. Ah. Achso, da ist noch einer. Der war noch nicht ganz durchgeröstet. Ja, das ist der Sonnenbank-Blues, den die hier singen. Der Sonnenbank-Blues. Wie krass das in den 90ern war, ne? So dieser Sonnenbank-Hype. Da gab es... Aua, da ist noch einer. Da war ja an jeder Ecke eine Sonnenbank, ne? Wirklich. Ja. Und wie viele davon geschlossen haben. Bei uns hier im ganzen Großen, und das ist schon eine Stadt. Aber es gehen immer noch viele Menschen da rein. Ne, also in der Nebenstadt. Also nicht mehr so irre wie früher, weil da ist ja jeder rein. Da hat man ja sogar diesen Irrglauben da irgendwie verzapft, dass es gesund ist. Ja, 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 ja. Bisschen ja. Vorbräunen für den Urlaub und so einen Scheiß. Ja, ne, so ein Driss, Alter, das müsst ihr mal überlegen. Ah, wir waren richtig braunsüchtig. Oh, hier oben ist eine Himbeere, eine goldene. Adam Sandler hat die hier verloren. Ist das einer von diesen Steam Awards, die man sich selber, Stream Awards, die man sich selber verleihen kann? Die kann man sich selber ausdrucken sogar. Kannst sogar selber bestimmen, wofür. Bester Mann, was? Der auf einen Stein in Höhle getreten ist. Oh ja, das bin ich. Voted. Meine Community hat gevotet. 7 Stimmen. Guck mal, wie krass der Gang jetzt hier ist. Bei mir? Ja. Ja, ja. Bester Streamer, der Haare gegessen hat, live im Stream. Ja, gab's nur einen, aber egal. Meine Community hat mich aber gevotet für Gewinnen. Stream Awards zum selber drucken. Die kann man nicht bebibeln. Nee. Boah, wie brutal. Warum so brutal? Ah, jetzt ist er weg. Ich meine, du lebst hier unten in so einer Höhle und anstatt zu sagen so, hey, da ist ja ein Fremder, bring mir doch mal was. Hast du vielleicht was von draußen mitgebracht? Ein Schokostollen oder so? Nee. Schokostollen, Alter. Guten Stollen. Hat er jetzt hier nicht irgendwie Ende? Schöner Becher Herrengold oder Seemannsgold-Sahne. Seemannssahne. Bring ich immer mit. Mannsahne. Oder ein Maniok-Becherchen. Ja. Das ist immer gern gesehen auf jeder Party. Maniok. Oh, super viele Kids. Aus der Jucca-Wurzel. Aus der Juckmich-Wurzel. Mann, diese Kinder wieder hier. Ist hier irgendwo eine Bushaltestelle? Brutal. Der eine hat mich gerade um eine Kippe angeschnorrt. Der andere hatte hier, hat mich mit einer Hauptschulflöte beworfen. Er meinte, lass mal was dran. Wie lass ist das mal noch Zug dran. Ja, ja, früher war ja, lass mal was dran. Was ist denn das jetzt? Ist das jetzt so, wie viele Züge hast du noch? Zählen die ihre Züge mit und dann so, ja, lass mal 20 Züge drin. Weißt du so, oder? Und sind mal noch 3 Züge drin für mich, Brudi. Ja. Nämlich derben Nico-Mangel. Nico-Mangel. Mein Nico ist gerade ziemlich am... Ich kenne ja über meine Nichte, ne, so meine Nichte, und die macht ja dann, die hat ihren Geburtstag
quasi bei meinen Eltern in diesem, wo ich früher war, wo ich jetzt wieder reinziehe, in das Kellerzimmer, wo ich da mein Feriendomizil aufbaue. Und da hat die da mit Geburtstag... Mit Feriendomizil, Moment, ich muss kurz was einwerfen. Mit Feriendomizil meint der eine Vertriebskette in Zentraldeutschland für Schnabelweich. Jetzt kannst du weiterreden. Und die hat da ihren Geburtstag drin gefeiert halt, ne? So, das ist ja mein altes Zimmer quasi, da ist nichts mehr drin, es ist alles ausgeräumt. Aber die haben sich dann da halt Tischstühle reingestellt und so. Ich habe da früher immer LAN-Partys drin gefeiert und halt gelebt. Und jetzt endlich. Hat die da ihren Geburtstag drin gefeiert und es sind 6 oder 7 14- bis 15-Jährige und alle sitzen da und ziehen sich diese 11 Bars rein, ohne, ne, keiner sagt was. Hätte ich mit 5, 6 Leuten mit 14 im Keller bei meinen Eltern geraucht und das ganze Haus hätte... 11 Bart. Alter. Ah, so war das damals. Wir sind so, wenigstens Leute, noch an eine Bushaltestelle gegangen. Ah, Freiheit. Wir haben es wenigstens heimlich gemacht. Ja, ja. Aber ist ja gesund. Weißt du, ist ja... Ist ein Wellness-Produkt. Ja. Wenn du ein bisschen Chia reinmachst. Ich habe Chia reingeträufelt. So, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, auf Wiedersehen und... Tschüss.